Wir sind jetzt ja wieder mal neu am Leben, nachdem wir hier komplett Probleme hatten und mehrmals gestorben sind. Moppel ist auch wieder mit am Start. Hallo Moppel. Ja, genau. Ja, genau, sagt er. Und wir sind Ach, nicht hier der alleine. Moppel auch auf meinem Kanal. Wir sind nicht ganz alleine. Und zwar, wir haben einen echt coolen Kollegen gefunden hier, der uns echt hilft in dort. Oh, ich höre euch. Ich höre euch auf jeden Fall. Ich komme aus dem blöden Haus, jetzt nicht raus. Hör ich euch? Ah ja, wuhu! Überleben! Sehr nice. Hallo, sorry, dass ich wieder gestorben bin. Ahoi. Ich Ja, habe hier die nur, ich hab, Stimme, die ja, ihr gerade ich gehört hab, habt, wie heißt du wie nochmal, heißt du nochmal, Kollege? Kollege? Ich hab's vergessen. Tafkatazo. Genau, Tafkatazo, der hat uns hier freundlicherweise Aufgabe, nachdem wir Freundlicherweise das aufgegabelt, nachdem zehntausende wir. Mal gestorben sind. Das mal gestorben sind. Und werden uns jetzt hier ein bisschen rum. Zeigt uns. So, sag mal, wo fährst du uns jetzt genau hin? Wo geht's jetzt lang? Ich begleite euch jetzt mal zu einer der öffentlichen Zelte Das nenne ich mit doch mal gut. diversen Rezepten. Oh. Ja, wir sind oft genug gestorben, Moppel. Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ihr habt es gehört, zu einem öffentlichen Zelt. Hier gibt es so Zelte, wo man halt schauen kann. Auch generell auf Basen, die andere Spieler gebaut haben, wo Kisten draußen Oh, sind, da war es gerade ein ausgenommen, Geschenk. Fahrt Ja, das darf Geschenk habe ich man gesehen, ja. Sachen rausnehmen. Ja, Während also der die Weihnachtszeit liegen jetzt hier streckenweise auf den Fahrzeugen auch Geschenke rum. Ach so, weil ich habe mich gerade ja, ich gewundert. habe hab hier Ich so habe hier eine so eine Lichterkette Lichterkette gefunden gefunden. gehabt So. schon. Diese öffentlichen Truhen und so was, ja, auch vor Gegner, auch vor andere. Da kannst du halt einfach ausgenommen sind dort Autos, auch wenn die Autos nicht abgeschlossen sind, die gehören zur Base, die hier auf dem Server unterwegs sind. Ja? Lol. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil hier. Definitiv. Leute so zu Ja, wir finden, hoffen das ist halt natürlich, dass wir selten. jetzt mal ein bisschen länger. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Wäre nicht schlecht, wenn wir überleben würden jetzt, ey. Weil die letzte Wir haben Zeit ja war aber auch schon. übrigens eine Base, ne? So eine Base zu bauen. Ja, müssen wir auf jeden Fall. Wir müssen definitiv echt eine Base bauen, weil sonst. Puh, sehe ich schwarz. Dezent, Wir ja. müssen echt gucken, dass wir jetzt aus dem Potten kommen langsam. Jetzt nachdem vier, Ja. fünf Mal hintereinander sterben, war uncool. Erst sind wir gestorben, weil wir runtergefallen sind in den Bunker. Dann bin ich nochmal gestorben, weil ich in den Bunker gefallen bin vor Schreck. Ja, dann bin ich hergelaufen, bin dann verblutet im Auto. Ich habe aufgehört zu zählen, nachdem ich so oft gestorben bin. Lol. Oh, kick mal an hier. So, hier wohnt der nette Venom. Der hat da zwei Kisten stehen, da unter dem Gartenzwerg und auf der Rückseite. Da könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Da sind mit Sicherheit ein paar Rezepte drin. Ja, sehr nice. Dass ihr auch wisst, wie ihr eure Basis nachher vernünftig zusammenklöppeln könnt. Formelier Ja, Küsten, sehr cool. Ahoi. Ja, hallo. Ach, hier darf ich einfach in die Kiste Was ist denn reingehen da jetzt, oder was? so los? Oder was? Darf ich einfach rangehen jetzt, oder was? Genau. Und Wugi, ich würde mal sagen, ich habe hier den ganzen Stuff neu in der Tasche. Ja, Willst du es mal wieder dann haben? gib, ja, auf jeden Fall, gib her, gib mein Stuff her, Digga. Ach so, und ein paar der Sachen aus der Leiche vorher sind im Auto, ne? Genau, wir sind hier Genau, gerade wir schon sind am hier gerade schon Aufteilen am hier. Aufteilen hier. Da ist auch noch ein Rucksack drin, den einer von euch vorhin anhatte. Aua. Alter, du schmeißt die Sachen hier einfach weg. Mal gucken, was wir machen. Boah, Mumpeln. Ist das alles mein Zeug? Yep. Krass, okay. Glaub noch mehr, Rogi. Alter, was ist hier los? Eskalation, Hilfe! Du hast erstmal Du hier hast die erstmal Sachen hier wieder die Sachen aufgeteilt. wieder Jetzt aufgeteilt. Jetzt können können wir hier nochmal wir hier nochmal in in die die Kiste Kiste reinnehmen. reinnehmen. Können Können vielleicht vielleicht schon schon mal mal hier hier was was Schönes, Schönes, was was wir wir brauchen brauchen können. können. Yep. Lol. Oh, guck mal, wie viele Spiele hier sind. Lol. Was ist hier los?
Okay. Ist ja auch Munition. Will ich eigentlich gar nicht haben. Oh, aber eine Weste will ich schon haben. Aber Dings hier, Mann, ich Alter. glaube, du hast mit deinen Weihnachtsmännern aber echte regenresistente Teile dahin gebaut, muss ich ja mal sagen, ne? Die halten sich tapfer bei dem Wetter. Was suchst du denn da, Moppel? Hast du schon was eingesnackt irgendwie? Ja, ich wollte da jetzt einfach mal an die obere Kiste ran, weil da ein Rucksack dran ist. Ich brauche einen größeren Rucksack. Aber ich komme nicht dran, weil du da gerade noch rumwirkelst. Ach so. Ja, Ja, ja. kleinen Moment, warte, dann warte, ich wollte mir einen großen raussuchen, weil was schmeiße ich jetzt weg hier? Ja, das wollte ich nämlich auch machen. Ich komme nur gerade mein Zeug nicht wegschmeißen hier gerade irgendwie. Jetzt so. Aber ich kann mir den kleinen auch nicht. Ah, kann ich ja gar nicht. Egal, der nimmt halt keinen mit. Meiner steht schwer. So. Ich kann aber keinen großen Rucksack nehmen, weil mein kleiner halt voll besetzt ist gerade. Egal. Geht gerade irgendwie nicht. Okay, ich habe. Wieso habe ich einen Helm? Achso, ah ja, aha, ich verstehe. Ihr habt hier noch Schuhe, Hosen und Jacken in dem Auto, ne? Ja, das ist Ja, das von ist den von den Fugli. Die Es müssen müssen sich sich die die nur nur noch noch rausnecken. raussnacken. Die waren nämlich besser als die Standardteile. Alles klar. Er steht schon wieder. Warum steht mein Also Anzug Leute, quer? ihr seht, ich bin bewaffnet. Jetzt geht der Spaß jetzt richtig los. Jetzt hat der Mobile eine Waffe. Jetzt sollte es hoffentlich nicht mehr so zu Problemen kommen, sage ich. Hoffe ich auch mal. Wäre uncool. So, das nehmen wir mit hier in den Rucksack. Das sind die Schuhe. Nehme ich mal mit. Die mache ich in Repair Pads. Zack. Aber das da. Bumm und bumm. Ja, Leute, heute machen wir so ein bisschen mal was anderes hier als geplant. Alter, warum steht meiner immer so behindert quer? Moin. Also, Dürfen wir wer uns ist in der eine Besitzer der Kiste Kisten mit hier A gerade zu viert da? hier einsteigen können? Ja. Ja, ich bin hier. Ja, Ja, vielen erstmal Dank für vielen deine Dank für deine Aufgaben, Aufgabe, Opfer. ja. Alles gut, das wirst du hier öfters finden, dass manche Leute Kisten vor ihre Base stellen und das, was sie über haben, einfach für andere rausgeben. Also da ist nichts, Das also ist danke dafür. sehr Sehr geil gerne. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall eine mega coole Aktion. Sehr geil. Jetzt müssen wir bloß noch überleben, ob wir nicht Ja, mehr wieder sterben. Wollt ihr dann meinst mal du den jetzt nochmal Hambi sterben? sterben? Bitte? Bitte? Wollt ihr dann mal eben in den Hambi reinhüpfen zu viert? Ja, können Ja, wir können wir eigentlich machen. machen, ja. Wie gesagt, weil es eben nicht geklappt hat, immer eben ausprobieren. Ui, steigen wir ein in den Ich bin guten Hambi drin. hier? Ich bin drin. Ja. Ja, Dann weiß ich auch nicht, was Jo, das vorhin war. jetzt sind wir zu Drin dritt gewesen. drin gewesen. Ja, ging Ja, anscheinend ging gerade nicht. anscheinend gerade nicht. Seid ihr alle Jo, wieder raus? Was können wir wollt machen, ne? ihr? Ich steige auch mal wieder aus. Sonst bleib ich drin hocken. Ja, ihr beiden, wenn ihr fertig seid, können wir noch eine Stelle abfahren. Auf jeden Auf jeden Fall, Fall, gerne, 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 gerne. Ja, danke Ja, euch danke euch anderen anderen und und Lacknochen Lacknochen und so, ne? Meep, macht er alles klar. Ich setze mich vorne rein. Ciao. Ah, sehr geile Aktion, Leute. Sehr geile Aktion hier. Das feiere ich ja gerade richtig. Also den Server von Mullebär, Leute, einfach abchecken. Ich mache den Link unten mal in die Beschreibung rein. Leute, wenn ihr Bock auf Miscreate habt, was momentan eben Angebot ist und Gratistage sind, Leute, kommt zu Miscreate, kommt auf den Server von Mullebär. Hier habt ihr richtig geile Auf Leute. jeden Seht Fall. ihr ja gerade hier bei uns. Ey, was die helfen, die sind so nett, Alter. Das ist, alleine würden wir schon längst verreckt sein. Alleine hätten wir gar nichts, Digga. Null. Vor allen Dingen muss man ja auch dazu sagen, der Server von Mullebär, ja, wird auch unter meinem Video erscheinen, der ist eine Whitelist. Heißt auch, ihr seht, die sind hier, arbeiten alle Hand in Hand, die haben hier Spaß am PvE-Gaming und nicht an PvP. PvP-Zonen gibt es zwar dennoch auf dem Damm und am Airfield. Ja. Eingezäunte Bereiche, da kann man sich gegenseitig bekriegen, aber wenn ihr das außerhalb macht oder halt gegnerische Basen raidet, die ausräumt, seid ihr schneller wieder vom Server geflogen, als ihr gucken könnt.
Ja, also natürlich auch so ein, wie gesagt, weil bei uns ist, beiden ist, also bei mir zumindest, ich spreche aus meiner Erfahrung jetzt, ich bin eh kein PvP-Spieler, also wenn ich so Survival Games mache, dann eher so immer PvE, dass dieses Miteinander macht halt viel mehr Spaß als dieses Gegeneinander. Finde ich jetzt persönlich. Also spreche aus meiner Erfahrung Richtig. bloß. Ich spiele nur in einem Game PvP und das ist World of Warcraft. Ja, das ist aber was anderes. Richtig, richtig. Und jetzt muss ich mal gucken, warum ich jetzt hier schon wieder. Wie geht es Verstehe es euch nicht beiden richtig. eigentlich mit Nahrungsmitteln? Ich glaube, die Flaschen habt ihr jetzt ja quasi nicht mehr, nachdem du vor der Kiste gestorben bist. Also, mir ist gut, kannst du ihn ja mal ausrichten. Also beim Moppel sagt er, ihm geht's gut, alles Mögliche. Bei mir ist mit Trinken 42% und Essen 54%. Also noch ist es im grünen Bereich, sagen wir es mal so halbwegs. So, und jetzt Alles habt ihr das klar. auch mal gehört, wie der Wugi, also Wugis-Leute mich die ganze Zeit hören, wenn ich am Reden bin. Und ich erkläre den Kollegen ja auch, was der überhaupt drum fährt. Nicht berauschend, aber shit happens. Ja, du warst von so leicht abgehakt andauernd immer. Das spinnt hier an, bin ich weiß nicht warum. Ja, das kann ich dir auch Glaube nicht ich erklären. einfach mal. Ich setze jetzt einfach mal die Grafik runter. Kann man hier das nicht einfach Moha. so einstellen? Ja, mal die Settings ein bisschen runtersetzen hier. Graphics einfach mal. Ja, Ich habe ich zwar stelle meistens mal auf alles auf. Medium alles, aber. Ja, ich bin die ganze Zeit auf Very High gelaufen. Ja, Very High ist nicht so geil. Das solltest du nicht machen. Unser Freund und Helfer auch im Einsatz. Da seht ihr wahrscheinlich großen Standbild. Ich hoffe, ich fliege nicht von uns immer Daumen drücken. Ja, bei mir auch Daumen drücken. Ah, ne, ich bin drauf jetzt, ne? Okay. Trommelwirbel. Na, immer noch Standbild. Ich krieg Arbeit. Der kann mich gleich wieder einsammeln, der Arme. Der hat doch keinen Bock mehr auf uns. Bleibt gleich bitte mal eben im Auto sitzen. Ich Erstmal möchte noch sagen, alles wie meine so Anna scheiß ein Fels Freundin ist, gerade zu deswegen. Hause ist, die Okay. spuckte mal ziemlich Gift Ich um höre schon sich. nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, mein Game ist abgeschmiert. Moppel, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Also über Discord höre ich dich noch. Also im Auto sitzen bleiben. Ja, ich bin auch wieder da. Also bleib im Auto sitzen, weil die hier wohnen, die spucken ab und zu mal ein bisschen Gift. Einfach mal sitzen bleiben. Ich ahne Schlimmes, Mann. Ich habe keinen Bock auf Stress. Das ist nämlich ein fette Base hier, Alter. Guck dir das mal an. Digga! Siehst du das? Bleib einfach sitzen, okay? Mann. So, die Zelte rechts hier sind alle frei für euch, wenn ihr wollt. Greift Okay. zu. Apfelbaumplantage hinter euch. Oh, cool. Da dürftet ihr jetzt auch so ziemlich alles in dem blauen und im gelben Zelt an Rezepten findet, was ihr für eine vernünftige Basis braucht. Achso, das hier ist übrigens das Zuhause von unserem Shane Walker, unser Asphaltpirat, wie man eindeutig an dem Boot dort hinten im Trockenen entdeckt. Auch nicht schlecht. Asphaltpirat. Hat er so einen, fährt er so einen heißen Reifen denn? Hat er, glaube ich, nicht gehört, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Wie erlernt man jetzt hier die Dings hier? Dann nimmst du eine Tasche rein und dann machst du einfach bloß Use Item. Zack, hast du einen schon Ah, lernst. So, und dann Coolio. Range Weapons 1. Nehme ich auch mal mit 1. Bum, bum. Plattform Guide 1, Roof Guides, das klingt auch wieder sehr geil. Roof ist immer gut, ist Dach. Explosive brauche ich nicht. So. Alter, meine hat immer voll die Und spastischen. Medical Guide. Richtig geil. Das ist, Alter, warum hat meine Base immer Trip links? Guide nehme ich auch mit. Aber immer, hier sind noch Wände drin, lol. Ja. Mal sehen. 3-3, aber die können Was wir hat selber der Wubi erstellen. jetzt hier noch so Schönes dann gehabt? Plattform Guide habe ich. Ja. Roof Guide, Tierset, Alter, geil. Digga, wir brauchen so ein Zelt, Alter, unbedingt, Mann. ja. Dass wir auch unser Zeug mal verstauen können, ey. Stairs. A basic wood stairs guides use for crafting. Das klingt auf jeden Fall auch gut. So, haben wir schon mal ein bisschen was gelernt. Alter, immer, sobald ich Inventar öffne, geht meiner nach links. Der hat irgendein Problem, glaube ich.
Natürlich schlecht. So, und dann irgendwann mal demnächst, auf jeden Fall muss ich mal einen großen Rucksack mal holen. Ich habe mir von dir jetzt keinen mitgenommen. Weil alles, wo ich Ja, das. ich habe jetzt glücklicherweise ein. Nö, ich habe von dir jetzt nichts mitgenommen. Ich wollte jetzt nicht alles raussnacken da. Ich habe jetzt bloß meine Standardsachen genommen. Von dir aus der Kiste habe ich gar nichts rausgenommen. Außer halt die Weste, sonst nichts. Ja, ich habe mir jetzt halt eine Waffe geschnappt, bisschen Munition halt, ne? Munition habe ich gar keine. Ich hab eine Waffe, das reicht schon. Munition habe ich null. Aber ich habe ein Feuerzeug immerhin. Ja, Das langt an der Meiner, geht hier immer rum. bevor ich fragt, ich lege die Dinger natürlich jetzt alle wieder rein. Wir halt alles einmal gelernt haben. Ja, ich habe ja auch gemacht. Ich habe einmal bloß was gelernt und dann wieder reingelegt. Definitiv. Deswegen lege ich die jetzt alle wieder schön brav zurück. Kann man hier auch suchen? Open, oh, So Open sieht es Inventory. aus. Oh, hier ist Munition drin, Digga. Oh, was braucht meine Wumpe da für Munition? Musst du draufhalten, dann wird's gut. 5,45er läuft. Toll, wie so eine Magazine. Okay. Nur Magazine. 19 Round. Okay. M9. AP. Makarov. Box 7. Auch wenn ich die Munition, die ich brauche, definitiv nicht. Schade. Oder sonst. Warum hat man so So. spastische Zucken jedes Mal? Frage ich mich. Enter Vehicle. Läuft. Open Inventory. Was ist denn hier? Ah ja. Oh, hier ist ein Rucksack. Oh, hier habe ich gerade einen großen Rucksack gefunden. Was irgendwie cool ist. Ah, ich den nicht mitnehmen kann, weil ich meinen kleinen habe. Scheiße. Kann ich den Rucksack dann trotzdem looten, dann immer noch leer machen irgendwie? Also auf dem Boden? Ja, kannst du. Ja, also ich schmeiße einfach auf den Boden den kleinen und den kann den großen anlegen und leer den grünen aus, ne, den kleinen. Ja, genau. Okay. Warte mal. Lol. So. So. Was macht er das nicht, verdammte Kacke? Weil hier. Lol, kann er nicht mitnehmen? Ich werd verrückt, Mann. Warum macht er das nicht? So scheiße. Ich muss alles auf den Boden schmeißen. Ey, sind da die anderen Rucksack. Ey, mein Typ hier, der geht mir auf den Zimmel, ne? Der stellt sich immer so quer, Alter. Geht mir voll auf den Sack. Er sitzt sich im Boot. Ich fresse so einen Besen. Ich will meinen Rucksack haben. So. Zack. Lol. Hast du geschossen? Oh Mann. Toll. Ich kann ja alles Sorry, rausschmeißen. Zombie, da, mein Fehler. Zombie? Lol. Ich halte mich da raus. Ich habe damit nichts zu tun. Sorry, da war Sorry, mein da war Fehler. mein Fehler. Ach so, habt ihr Rex? Sonst schmeiße ich ja eben hier was. Ja, ein. Ja, die tue ich Ja, aber die auch tue ich rein. aber auch rein. Also das ist Erstmal. erst Danke. mal. Aber ich. Hat einer was zu trinken? Moppel, hast du trinken dabei? So eine Feldboxen habe ich dabei. Okay. Weil ich habe nämlich nichts. Boah, jetzt muss ich mal den scheiß Rucksack hier wieder wegschmeißen. So. Jetzt mal den dann nehmen. Nimm noch mal diesen anderen Rucksack jetzt. Gibt ganz schön was zu tun mit den Rezepten hier, ne? Ja, ja. Der wechselt gerade wechselt so einen gerade seinen Rucksack. Rucksack. Zieht da gerade einen Zieht da gerade größeren einen an. größeren an. So, jetzt. Jetzt. Ja, hallo. Endlich. Ja, dann ist aber auch ein Akt der Geburt hier, ne? Ganz ehrlich. So ein Rucksack wechseln, ey. Halleluja. Da kannst du dir besser eine Tasche packen und das alles rüberwerfen, als Hab ich denn besser den auch. gefüllten Rucksack Ja. auf den Boden zu werfen, Hab ihn auch weil die mitbekommen zum Schluss, können da nachdem es ging. manchmal despawnen. Ja, ich habe zum Schluss auch mitbekommen, sodass ich ja wechseln kann, aber naja, gut. Hat ein bisschen länger gedauert jetzt.
Wie gesagt, Futteralien, hier die Äpfelbäume, wisst ihr, könnt ihr pflücken. Oh, Apple. So als nettes Gimmick immer nebenbei. Meiner macht das nicht. Wieso macht das meiner nicht? Ich kann keinen Baum pflücken. Ah, jetzt. Oh, aber Rotten Apple, das sind ja vergammelte Apple. Lol. Hast du auch vergammelte Apple? Nee, ich kann hier gar nichts pflücken. Der zeigt dir ganz kurz an und dann ist vorbei. Ne Pick-up, sagt er ab und zu mal ganz kurz, dann war's Ja, das. die Zelte, die Militärzelte hier sind übrigens nicht zugebaut. Also technisch gesehen kann man da hin. Bloß wie gesagt, hier ist halt normalerweise eine Spinne mit dabei. Oh, Ja, ich habe einen Fresh Apple jawohl. gefunden. Sonst, ja, ich würde Ja, ich würde sagen, sagen, auf die 10, auf die 10, 10. Wogi. Ja, ich bin noch am Apple. Warte ganz kurz. Ich brauche noch einen Apple. Er braucht noch Er einen braucht Apfel, noch sagt einen er. Apfel, sagt er. Oh, Fresh Apple. Weil ich habe nämlich Nochmal kurz nochmal Hunger. Make the day, make the Hunger. doctor away. So. Also. Jetzt. Jo, ich bin fertig. Pumis können wir weiter. Aber schon eine geile Aktion hier mit den Zelten und mit den Apfelbäumen. Das ist schon sehr cool gemacht. Wie gesagt, findet ihr fast überall vor jeder Base irgendwo. Das ist cool. Ich kann euch noch mal zum Krankenhaus fahren. Da sind auch noch ein paar nette Basen. Das klingt interessant auf jeden Fall. So, da bin ich auch wieder. Jo, wir fahren zum Krankenhaus jetzt. Ne? Beziehungsweise da oben entsteht gerade unsere Muss jetzt Kneipe. einmal gerade. Wo man sich dann abends durchaus treffen kann und gegen die Coins Alkohol bekommt. Ach cool, okay. Moment, ich habe Alkohol gehört. Wir arbeiten zumindest daran, gerade einen Bestand aufzubauen. Derzeit sind auf dem Server die Kioske und so noch nicht aktiv. Soll zwar bald passieren, aber im Moment halt nicht. Was für geile Basen die alle haben. Digga, wir brauchen unbedingt eine Base. Ja, Unbedingt, Mann. Ganz, ganz dringend. Ist auf jeden Fall sehr geil. Also, es macht richtig Spaß hier zu zocken, ganz ehrlich. Also, es macht richtig, richtig Fun hier mit den Leuten. Vor allem, wenn du halt so herzlich aufgenommen wirst und die Leute helfen tun halt. Oh, Wolfsrudel. Habe ich gerade mal so hört sich gehört. auch geil an. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr echt. Also mir macht es persönlich auf dem Server richtig Spaß. Ja, ich habe halt, was soll ich sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, um in das Game reinzukommen. Ja, weil es halt Ich habe alles. es jetzt Es noch ist. nicht ganz überzeugt, aber halt mal schauen, wie das dann jetzt wird, wenn man da auf seine eigene Base Ja, sobald wir unsere eigene geht, Base haben, dann so, sehen. so wird Ne? das eh. Ich halt auch mal schauen, wie das mit der Gra weil ich im Auto um 15. Also ist schon ordentlich, was da an Bildqualität Also du bist auch irgendwie ist. ziemlich, Ich also hoffe du, also natürlich, dass es dann bald du bist extrem am Ruckeln bei, von der Stimme her. Ich verstehe dich so gut wie gar aufhört. nicht. Was ist das denn für ein Viech gewesen? Hörst du mich, Moppel? Das sind die Spinnen. Was ist das Das denn sind also die die Spinnen? Spinnen. Moppel, hörst du mich? Greifen meist mit Gift an, in der Regel halt Fernkämpfer, aber Geil. kaum Milis. Also, Also, Boogie, ich höre vergiftet dich läuft auf jeden ganz schnell. Fall. Moppel, hörst du mich überhaupt? Hört ihr mich noch? Hallo? Hallo? Moppel, hallo? Ja, Moppel, ich höre dich, aber im Discord höre ich dich nicht Okay, mehr. okay. Okay, Okay, aber aber ich ich höre höre dich dich nur nur über über Discord, Discord, die die Digga. Digga. Hörst du mich, Moppel? Ja. Okay, weil ich habe vorhin gesagt, du bist ziemlich am Lecken von deiner Stimme her. Ja, ich weiß nicht, was es hier ist. Das Spiel, das fickt meinen Rechner. Ich sag mal, bei mir ruckelt es halt vom Autofahren her so ein bisschen. Aber von deiner Stimme her ist es.
ab und zu mal so derb, dann verstehe ich kein Wort dann bei dir. Was du sagst denn? Ja, ich habe hier schon, ich habe das Einzige, was ich hier tatsächlich auf meinem PC anhabe. Und ich habe jetzt nichts verstanden im Endeffekt von dir, was du gesagt hast gerade. Ja. Egal, ich würde so. Ich würde so. Ja, ich höre dich. Okay. Also das Einzige, was ich auf dem PC anhabe, ist halt wie Discord und OBS. Wir werden demnächst auch, glaube ich, mal vom Discord auf den TS wechseln, glaube ich, zum Zocken. Weil Discord ist momentan ja, also halt ich wirklich. Ich hätte auf jeden Fall meinen eigenen Server. Also wir könnten da ruhig drauf sollten dann. Ja, also das nächste Mal auf jeden Fall. Weil Discord ist momentan, glaube ich, echt so ein bisschen. Reizt mich so ein bisschen momentan. Das ist nicht so geil. Aber ich würde so sagen, dass wir jetzt hier ein Folgenende machen, Leute. Wir sind jetzt ein bisschen rumgetuckelt hier durch die Gegend. Ihr habt gesehen, wir wurden herzlich aufgenommen von den Leuten, die auf dem Server. Oh, das Wasser sieht mal richtig geil blau aus. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Miscreated und Leute. Und checkt doch mal den Moppelappen-Kanal. Verlinke ich unten in der Beschreibung. Auch einfach mal im Server joinen, wenn ihr Bock habt hier. Von Mullebär ist unten auch in der Beschreibung drin. Und da würde ich sagen, wir sind raus auf jeden Fall, Freunde. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag noch und ja, ciao mit V.